Ich liebe es gern, First-Person-Shooter zu spielen. Willkommen zum Mass Effect 2 Demo. Ja, Mass Effect 2 Demo. Und ohne Scheiß, Leute, es soll für uns PS3-Spieler rauskommen. Obwohl es für die Xbox eigentlich schon draußen ist. Obwohl, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Männlich, weiblich, ach, ich mach mich immer an. Ja. Das ist interessant, da kann man sich sogar... Nee, ich komme nicht auf krumme Gedanken. Das ist ein Let's Play, kein Let's Ab 18. Ist auch ein Ab 18 Spiel, das hier. Ich mach mal lieber leicht, das ist mir ein bisschen viel besser als... Untertitel lass ich mal an. Weil ihr wollt das ja auch sehen. Punkte müssen... Bisher bei Mass Effect. Seit die Menschheit in den Sternenhimmel blickt, haben wir uns immer gefragt, ob wir allein im Universum sind. Nur wenige kannten die Wahrheit, noch weniger glaubten. Es war deutsche Sprache, aber die Synchronisation ist echt scheiße, kann ich euch sagen. Ich weiß es nicht. Deswegen mache ich den Untertitel da unten, weil da ist was. Außerirdische Reiche begrüßen uns in der Citadel, im Herzen der galaktischen Regierung. Schon nach drei Jahrzehnten waren wir zu einer der beherrschenden Gesellschaften geworden. Es war ein goldenes Zeitalter, aber Frieden ist nicht der natürliche Zustand der Dinge. Man ist entweder hier oder Gott. Vor 50.000 Jahren wurde eine uralte Spezies, die Proteaner, vernichtet. Von einer geheimnisvollen künstlichen Intelligenz bekannt als die Reaper. Vor ihrem Untergang hatten die Proteaner noch eine Nachricht. Der Zyklus der Zerstörung durch die Reaper würde sich wiederholen. Ein Mann beschloss, auf ihre Warnung zu hören. Shepard, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich werde einen Weg finden, Sie aufzuhalten. Commander Shepard deckte die Wahrheit. Die Reaper kehrten zurück. Sie hatten die Citadel erbaut und alle Portale, die zu ihr führten. Sie hatten organisches Leben angenommen. Nun war die Zeit gekommen, uns zu ernten. Wir als lebende Chaos der Unheimlichen haben zu ihr geworden. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie leben endlich. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Das Schicksal. Man hat's gesehen, ja. Schwere Synchronisation. Ich versuchte, die Invasion der Reaper aus dem Ordnungsregen zurückzuschlagen. Viele kamen unglücklich, aber Millionen Leben in der gesamten Galaxie wurden dadurch gerettet. Die galaktische Gemeinschaft feierte ihren Sieg über die Reaper. Doch nur einige Umsichtige kannten die Wahrheit. Dies ist erst der Anfang. Und zwischen dem Feind und der Menschheit steht nur eine einzige Lösung. Ja, und das sind wir. Ja, Electronic Arts Präsenz. Mass Effect 2. und die BioWare Produktion. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Ja, Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Interessant. Irgendwie ist es bei der PS3-Version irgendwie ganz anders hier. Aber Shepard,
Ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Ich schätze mal, Leute, in der PS3-Version sieht das irgendwie ganz anders aus als bei der Xbox-Version. Ihr habt das gerade gesehen, die Synchronisation scheint hier ein bisschen wesentlich besser zu sein als bei der Xbox 360. Normandy. BTF. Emissionsspeicher aktiv. Wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkennen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Joker. Was muss mit ihnen passiert sein? Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminal-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Ey, genau. Ey, das sieht man wirklich. Ey. Die Synchronisation ist viel besser als bei... Cool. Was geht hier ab, Alter? Die werden kommen. Sie werden kommen. Jetzt gerade gemacht, ist egal. Da kann man jetzt 4 Optionen machen. Entweder die deine oder die andere, ist aber egal. Shepard. Ach, geht's los? Cockpit gelangen. Oh, WTF. Erstmal hier. Orientierungslos. Okay, hier geht's nicht lang. Oh Gott, ey, ich bin hier zu blind. Das. Die Tür geht nicht auf, das ist scheiße. Okay. Oh, das ist cool. Das ist echt cool, Leute.
Sensen. Wir kommen in diese Geschichte und wir auch, wenn wir nicht schnell hier rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Ja, ist ja okay. Commander. Shepard. WTF, was habe ich da gemacht? Habe ich das Richtige oder das Falsche gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Leute. Scheiße. Bin ich tot oder lebe ich noch? Ich weiß es nicht. Ja, okay. War's das oder geht's hier noch weiter? Oder war's das? Nerven nicht jetzt, Haarhörnchen. Ich bin hier gerade beim Spin-off aufzunehmen. Geborgen. BTF? Das ist ja interessant, ey. Da sieht man ja sein inneres Organ, ey. Geil. Dicker. Flutsch. Na, lecker. Lädt. Ich schon Shepard. Ich schon Shepard. Ist ja lustig. Auf Erde geboren. Einzig überlebender Klassensoldat. Man kann sogar den Namen umändern, ey, das ist auch ja lollig. Ich nenne mich einfach mal Ethan Shepard. Ist lustiger, Leute. Ich sag nichts. Ich hätte auch John Shepard gelassen, aber das mache ich dann vielleicht, wenn ich mir die... Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Er kommt gleich in den Ruf über Teich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dose, sofort. Moment. Herzfrequenz sinkt. Wir sind gleich wieder im normalen Bereich. Lass mal gucken,
Jetzt will ich fragen, wo ich bin, ey. Wo zur Hölle bin ich überhaupt? Warum bin ich überhaupt Commander? Ich weiß es nicht. Nehmen Sie die Pistole. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole.